Läuft. Und bitte. Willkommen beim Maronacast. Hier seht ihr Flemings Sicht. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen beim Maronacast. Hier ist euer Lukas und heute spielen wir wieder LS22 Galgenberg. Ja, mit Fleming TV Play. Wir haben gerade festgestellt, wir sind beide sehr hässlich. Was? Nicht. Ja. Ey, komm ich mir gleich mal an die Aufnahme. Du, ich hab grad mal ein Experiment gestartet und ich glaube, es wirkt schon. Oh. Es ist Weihnachten! Ja, ist sehr realistisch, bei Weihnachten zu dreschen. Und dass das überhaupt funktioniert, ist, finde ich. Warte, ich brauche Weihnachtsmusik. Schnitt, Weihnachtsmusik bitte. Also ich schneide selber, aber Weihnachtsmusik. Lukas, denk dran. Ach, Scheiße, ich sehe meinen GPS-Kurs nicht. Wegen dem Schnee. Der gute Michelin. Der hässliche. Ah, danke. Oh. Jetzt sehe ich wieder meinen GPS-Kurs. Und jetzt ist da hinten immer noch Schnee. Wo ist der Schnee hin? Keine Ahnung. Weg. Schmoll. Wie schnell ging das denn jetzt? Hallo, es ist Juli. Ja, stimmt, Alter. Komm noch mal eine Runde Schnee, bitte. Ja, ich versuch's gerade, aber der lädt nicht. Schnee. Und ich sehe schon gleich 1 Kilometer Schnee. Ja, Lass mal, wenn wir fertig sind, mit Dreschen Cut mache, in Winter vorspulen und uns orange lackierte Traktoren holen und durch die Stadt fahren und Schnee schieben. Das können wir machen. Das wird jetzt auch vielleicht eine längere Folge. Es könnte sein, dass wir hier jetzt eine halbe Stunde draus machen. Ja, das passt so. Zebrastreifen. Ja, da kommt die Schneewelle. Das kommt wirklich so von den Bergen runter. Kannst du Weihnachtslieder? Schwierig. Nee, aber Weihnachtslieder ist sowieso ein bisschen kritisch, muss ich jetzt ehrlich sagen. Kann viele auswendig, aber ich möchte jetzt auch nicht vorsingen. Nee, das ist kritisch wegen Copyright. Oh. Da hat sie uns auch Satz nach unten gemacht. Und da ist der Schnee wieder weg. Ja, der müsste jetzt eigentlich gleich wieder kommen. Der kommt halt von da hinten und wir sind am anderen Ende der Map. Ja. Quasi. Wenn du es mal so siehst. Schnee. Hatte kurz vergessen, was ich machen wollte. Das Problem ist bei Regen, dass ich dann nicht mehr dreschen kann. Ja, ich will ja auch nicht Regen hinzufügen, sondern Schnee. Ja. Also auch nicht, dass es schneit, sondern einfach eine Schneeschicht, so wie es vorhin war. Ja, du kannst dann ja so richtig schön 1-2 Meter hohe Schneeberge bei uns hinbasteln, oder? Ja. Das stelle ich mir lustig vor. Flugmodus aus. Wartet mal. Ich versuche jetzt einfach mal etwas mitten auf dem Acker. Vielleicht ist es eine blöde Idee, aber das werden wir noch sehen. Das glaube ich jetzt schon, dass es eine doofe Idee ist. Ist es auch. Ach nee, nicht Palette. Wieso kann ich die netten Traktoren nicht umlackieren? Warte, geht es bei uns auf dem eigenen Land nur? Das könnte sein. Und setzt sich halt bei uns ein Schneeberg hin. Ja, hier geht's. Gerätschaften, Winterzeug, wo ist denn das? Ja. Das haben wir das schöne. Eine Schneefräse und 3 Schneeflüge.
Ich habe keinen Zugang zu diesem Land. Sehr Was will er denn interessant. jetzt? Okay, vielleicht ist 100 Meter Radius auch etwas viel. Ja, könnte sein. Aber welche Gerätschaft könnte man denn in Verbindung mit den Schneeschiebegerätschaften verwenden? Ich Man weiß. könnte sich in den Schneehaufen backen, so wie ich. Ja, ach Mann, wo sind denn diese behinderten orangenen Traktoren? Meinst du Kubota? Nee, die südamerikanischen Traktoren. Nee, nicht. Irgendwas mit S. Keine Ahnung. Von denen gab es doch im 19. auch eine selbstfahrende Spritze. Ja. Egal. Stara. Ja, genau. Aber lass dafür denn vielleicht New Holland T8 nehmen. Für zum Schneeschiebe. So ein orangener Unimog wär zwar besser, aber haben wir, glaube ich, nicht zur Hand. Nee. Weißt du, was ich jetzt einfach mal mache? Nur noch mal für den Spaß in der letzten Folge. Das. Oh Und es hat nein. nicht funktioniert. Warte kurz. Was kommt Einen jetzt? Moment. Was kommt jetzt? Ich habe keine Ahnung. Das. Eieieiei. Eine wunderschöne Gutschrift vom Papa Staat, würde ich sagen, oder? Du weißt, was aktuell los ist. Du meinst die wunderschöne Inflation? Inflationsausgleich? Nee, ich meine eigentlich, dass der Staat gerade alles Mögliche von der Landwirtschaft wegnimmt. Ja, das weiß ich. Ja, gut. Was kaufst du denn da? Müsstest du sehen, ich fahre nämlich zu dir. Oh oh. Wetter, Schnee. Ich würde gerne im Schnee zu dir fahren. Sag mal, so ist das Amerikaner. Ah, ich weiß es. Ja, das ist was Schönes. Das passt zu meinem Treasure, würde ich denken, oder? Könnte sein. Könnte sein. Uah. Ach, bin so erschrocken gerade. Uah. Uah. Bin ich vorbeigefahren? Ich Ja, bin falsch abgebogen, Kumpel. das ist doch typisch Luca. Lukas heute. Du, ich kenne In Luca, der Lukas und Realität habe noch ich einen sehr Lukas. guten Orientierungssinn. Ich drifte. Ja, Und das ich habe bin ich auch sicher, gerade schon mit dem wo Dredger hinbekommen, zu driften. Und weg ist der Schnee. du, ich bin vorhin bei der Aufnahme, die ich vielleicht wegschmeißen muss, mit einem alten Landsbulder gedriftet. Aber warum muss die Aufnahme? Ach so, ja, Mikrofon aus. Wow. Ich habe es nicht ausgeschalten. Das Aufnahmedings, da spinnt manchmal und schaltet mein Mikrofon aus. Ja. Klein Tipp, der User ist immer schuld. Nein! Ist es in dem Fall. Ich sehe nicht. Ach. Der Computer macht nur das, was man ihm sagt. Nein, mein Aufnahmeprogramm schmeißt mein Mikrofon immer raus und das muss ich dann immer neu rein tun. Ha. Oh, da starb's aber ganz schön. Ui. Oh. Ja. Ich habe damit nichts zu tun. Ja. Also ich habe es vor einer halben Minute, wenn nicht von, sogar vor einer ganzen Minute gemacht. Ich schneid. Ey, mach mal ein Bild davon, wie ich hier im Schnee dresche. Als Thumbnail. Und weg ist der Schnee. Ach, so ein Mist, aber. Der habe uns Warte, dann lieb. müssen wir warten. Der dürfte gleich wieder gekommen. Komm, ohne G. Nee, ich hab ja morgen schon wieder Französisch. Oh Spaß, ich nee. hab vor Weihnachten kein Latein mehr.
Ich gratuliere, du Glücklicher. Weil wir Vertretung haben. Wir haben die ganze Woche Mathe- und Englisch-Vertretung gehabt und am Freitag Latein-Vertretung. Na, die geht. Geht ja noch. Geht jeder noch. Am Freitag haben wir Sportfest, also von der 10. Klasse aus. Jahrgang 10. Also entweder spielen wir Volleyball oder wir machen verdammte Zweifelderball-Turnier. Ist beides scheiße. Völkerball-Turnier hatten wir letztes Jahr. Vorher haben wir, glaube ich, Handball oder Fußball oder irgend sowas. Wir haben momentan ganz viel. Der Schnee kommt, bleib mal stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Wir brauchen. Gut, kannst weiter vor. Ich habe mich festgefahren. Jetzt nimmer. Auch interessant, wie hier so Löcher entstehen. Ja, ja, das ist so ganz weird. Schnee verschwindet. Das ist so eine ganz komische Geschichte. Was hältst du davon? Wir machen Cut und dann zaubern wir uns in eine wunderschöne Winterlandschaft. Jetzt können wir gemacht. Also. 3, 2, 1. So, willkommen zurück im Schnee. Wir haben es hier gerade Dezember. Ja, und ich schieb gerade tonnenweise Schnee vor mir her, aber ich krieg das Ding nicht zur Seite gedreht. Weshalb ich hier gerade durch drinnen Reifen habe. Und ich fräse den Schnee einfach beim Händler rein. Oh, da steht noch unser Wasserfass. Wir haben kein Schnee mehr. Wo hänge ich hier? Achso, ich sollte vielleicht hinten mal anheben. So. Aber warum zur Hölle kann ich den nur so hier haben, den Schneeflug? Du musst den zur Seite stellen können. Kann ich nicht. Ich kann ihn nicht zur Seite stellen. Das ist ja die komische Geschichte an der Aktion hier. Ich hab den einen Menschen mit Neid gereicht. Gute Arbeit. Na, ich kann ja so ein bisschen Vorarbeit machen. Macht sich ja Jens Jürgen, guck mal. Ja, und ich fräse das einfach alles auf die Häuser drauf. Oh. Obwohl, du verteilst den Schnee. Jetzt gerade, ja. Oh, ja. So, jetzt brauche ich noch Schnee. Wir haben Dezember und keinen Schnee. Also irgendwas funktioniert hier nicht so. Jo, guck doch mal aus dem Fenster. Da, es schneit. Nimmer. Wir haben sehr viel zu tun gerade. Ja, und ich kann meine Dinge nicht anstellen. Ah, Schnee kommt. Die Schneewelle kommt. Wieso kann ich das Ding nicht anstellen? Vielleicht Zapfwelle nicht dran. Oh. Ich schieb mal deinen Berg hier. Also ich fräs mal deinen Berg hier weg. Hallo, ich fräse hier gerade deinen Berg weg. Also, auf jeden Fall eine interessante Arbeitsweise, die wir hier haben. Tatsächlich. Aber effizient. Oh. Ja, ohne Schnee ist doof. Sehr effizient. Ja.
Weil wie man sieht, verschwindet der Schnee gern. Und ich dachte, es liegt am Dreschen. Nee. Ja, einfach weiterfahren. Auf den Dächern liegt noch Schnee, das heißt, es wird gleich wieder eine Schneewelle kommen. Ja, wunderbar. Wieso du hast ein anderes Dach. Ah. Willst du mal versuchen, den Schnee bei uns im Hof bergaufwärts zu schieben? Ich weiß es nicht, ob ich es will. Ich weiß, dass ich gerne mal Fräse fahren wird. Ich würde gern erstmal noch bei uns den Berg fräsen. Und dann darfst du es gerne mal übernehmen. Ja, ich komme gerade mal wieder nicht aus dem Tee. Ja, ist auch total gesund für eine Scheuer, wenn ich hier alles drauf fräse. Ja, ja, definitiv. Der die, oh, das Scheunentor war offen. Ja, das Silo ist auch noch offen, der Kuhstall ist noch offen. Man merkt, wir waren eigentlich gerade noch beim Dreschen. Und jetzt mag die Reise nicht mehr. Das war, glaube ich, gerade so ein ganz kleiner Cut in unserer Geschichte hier. Niemals. Wir haben jetzt natürlich das ganze Jahr miterlebt. Ist ja nicht so, als würden. Es würde noch überall Weizen stehen. Ja. Ich brauche mal deine Fräskünste hier, glaube ich, auf dem Berg. Wo es geht. Guck mal, guck mal. Ich komm. Ich fräse hier erstmal dein Chaos weg, was du hier hinterlassen hast. Schau doch das einmal auch hier. Also ja. Aber guck mal, jetzt kann man hier fahren schon mal. Soll ich jetzt links oder rechts machen? Ich mach mal links. Mitte. Und dahin, wo keine Häuser sind. Ja, mach ich. Schau mal nach hinten. Ich seh's, ich guck die ganze Zeit nach hinten. Ah, du fräst es vor dich, super. Aber es funktioniert. Das freut mich. So, jetzt hier einmal kurz links nach unserem Hof. Na, eine schöne Schneedusche, wunderbar. Vor allem auch noch mit Salz, weil du das Salz genau in die Fräse streust. So, ja. Links einmal auf eine Anhänger und auf die Sämaschine. So. Was bringt mir das Salz eigentlich? Im Alice. So, jetzt lass jetzt. Lol. Jetzt lass mich mal. Aber wenn ich das so nach oben mach, dann verschwindet. Lass Warte, mich mal. Und zwar schön dich zuschaufeln hier. Du willst mich einbuddeln. Natürlich nicht. Niemals. Moment, ich komme mit dir zur Hilfe. Ich brauche deine Hilfe nicht. Komm dir aber gerne zur Hilfe. Mission completed. Nicht. War ja auch nicht beabsichtigt, es zu Alter, ich rutsche hier, das ist ja gottlos. Also ich mach die linke Spur, du machst dann die rechte, ne? Ja. Erst muss ich mal wieder in einen Vorwärtsgang hineinkommen. Oh, ich bin vom Weg abgekommen. Ich merk's. Aber irgendwie glaube ich, dass das bei mir nicht ganz so gut funktioniert mit meiner Schiebe-Dingen. Weil ich verteile den Schnee nur. Das funktioniert mir nicht so. Hier ist Ende, hier ist ein Haufen. Ein Häufler. Guck mal, wie ich deinen zuschaufle wieder.
So, das gibt noch Ärger. Waltra versus Waltra. Hallo, ich fahre rückwärts, ich bin benachteiligt. Los, mach dich raus aus dem Ding. Ich will jetzt auch mal. Genau. Ich komme hier. Ich komme ja nicht mehr vorwärts, so. Willst du nicht rückwärts fahren, sich dann anschalten? War kurz so C. Steuerung Z. Nee, Steuerung B. Nein, war es nur Z. Das Kannst du mal deine Fräse anmachen und runterlassen? Ich würde gerne den Schnee in die Fräse schieben. War kurz BV. Ja. Achso, Shift B. So. Ich hab schräg gestellt. Heavy. Rechte Maustaste. Ach, der ja, ich geh mich vergraben. Mach mal, machst du nochmal Nacht? Na, nicht forsch. Du wolltest Nacht. Das funktioniert doch super hier, oder? Guck dir den Winterservice doch mal an. Stell dir mal vor, den hätten wir in Deutschland, so einen guten. Und wenn noch mehr Chaos wie ich weiß. Das ist doch gut, was wir hier fabrizieren. Vor allem, weil der nicht mal eine gleiche Geschwindigkeit geschissen bekommt, der Waltra. Also sagen wir es mal so, mit der Fräse ist schon besser. Ja. Das würde ich so auch unterschreiben. Wo ist unser Schnee? Ne, hin. Ja, kommt gleich wieder. Also, super. Fahr mal hier an die Kreuzung so hin. Warte so mal. So wie ich. Nur von deiner Seite. Ich mach das Ding vorne ran. Nee, lass so. Lass so. Nee, ich. Bleib mal stehen. Bleib doch mal stehen. Ja. Danke. Ah. Nee, lass es so hinten dran. Wenn du damit nicht klarkommst, dann tauschen wir nee, wieder. Nee, ich will nur mehr Geschwindigkeit, weil ich da ich hin. Ach, Digga. Du, die Geschwindigkeit ist genau gleich, egal ob vorne oder hinten. Das Ding geht nicht schneller. Ich find's vorne angenehmer. Gut, dann bau du dir an dein Bulldog vorne eine Fräse ran und ich nehme den Bulldog wieder. Komm. Weil ich finde es mit dem Rückwärtsfahren gut. So, warte mal, brauche ich die Karte. Wo ging's denn lang? Kannst du mich navigieren? Mir hinterher. Warte kurz. Lass mich aber vor, weil ich kann nach rechts wegschieben jetzt. Was? Kannst du nur nach rechts schieben? Das war Absicht. Du wolltest nach rechts schieben. Ja. Weil das macht so rein theoretisch auch Sinn. Weil ich das von der Straße wegschieben will. Rein theoretisch, nur du siehst, wie gut es klappt. Hauptfahrt zur.
Ja, ich hab doch gesagt, die Valtra sind eine Schmutzidee. Mit Minecraft. Du wolltest Orange. Du wolltest Stara. Ja, war, ist mir nur so eingefallen. Aber leider hatten wir nicht den 10-50, den man umlacken konnte. Ja, weil dieses Projekt nicht für solche Maschinen gedacht war. Ja. Aber der Unimog, der hätte es am originellsten getroffen, glaub. Oder? Ja, am besten der 406er. Aber den gibt's im LS leider nicht. Noch nicht. Du, im LS19 gibt's bisher auch noch keinen gescheiten. Ja. Meinst du, es wird den nächsten LS geben? Ja. Holy sh... Ey, gleichmäßig, davon haben wir hier noch nicht gehört. Du bist übrigens am Händler vorbeigekommen. Echt? Oder? Nee. Warte mal. Keine Ahnung. Ich würde sagen, der ist noch vor uns. Gucken, wie schön wir das hier freischaufeln. Ja, du machst ein Chaos und ich räume auf. Nee, ich schieb's ein bisschen nach rechts und du nach links. Hopp, lass mich halt einmal vor, dann fräse ich einmal kurz deinen Haufen weg. Ja, oder ich fräse einfach den Haufen weg. Du bist von der Straße abgekommen. Nicht mehr. Aber merkst du nicht, dass ich nach rechts wegfräse? Und du nach links? Sagen wir mal so, es macht, glaube ich, kaum einen Unterschied. Denkt es mit der Fräse, die wird es auch alles backen. Oh oh. Fahr mal ein Stück zurück. Nee, nicht deshalb. Hatte gerade noch ein paar Lecks. Trotzdem, hopp, lass mich mal deinen Berg wegfräsen. Ich will nur eh gleich beim Händler. Der Berg ist kein Problem für mich. Das funktioniert ja alles super. Alles ganz, ganz toll, ja, ja. Warte mal, wo waren die? Ah, hier ist die Hintereinfahrt irgendwo. Ich würde aber mal sagen, wir haben langsam mal genug Schnee geschoben. Ja, stimmt auch wieder irgendwie. Genug mit dem Winter-Special. Bewertet das Video, abonniert den Kanal, schaut bei Fleming TV Play vorbei. Demnächst wird ein neues Projekt kommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.